Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur zu dem Punkt, dass Sie alle inzwischen auf Ihre Redezeit hingewiesen haben. Zu drei verschiedenen Sachverhalten in 5 Minuten zu sprechen, ist auch sehr ambitioniert. Also, ich versuche es mal. Frau Kollegin, wenn ich das eben sagen darf, das ist nicht ein Problem des Präsidiums, sondern das ist eine Vereinbarung der Fraktionen. Ich wollte es nur erklären, warum die Kollegen alle in Schwierigkeiten kommen, ich wahrscheinlich gleich auch, aber ich versuche es mal. Zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, was heute zur Abstimmung steht. Wir geben hier 40 Millionen mehr an strukturell an die Kommunen, über 20% Steigerung. Wir richten einen Härtefallfonds ein für schwerkranke Flüchtlinge. Und wir Kommunen, die besonders in den Grenzregionen sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, bekommen diese auf ihre Aufnahmequote angerechnet. So, jetzt geht die CDU vor allen Dingen hin und sagt, das ist nicht genug. Das geht immer als Argument. Genug kann es da nie geben. Aber, Herr Cooper, was ich schäbig und unredlich finde, und das haben Sie im Innen- und im Kommunalausschuss auch schon vorgetragen, schäbig und unredlich ist dabei, dass dort, wo die CDU in Verantwortung ist, dort, wo sie Verantwortung trägt, nämlich in der Bundesregierung, haben Sie es doch verhindert, dass es zu einer strukturellen und vor allen Dingen dauerhaften Entlastung der Kommunen gekommen ist. Und vor allen Dingen haben auch Sie es verhindert, dass wir hier eine bessere Gesundheitsversorgung für die Flüchtlinge vor Ort haben. Aber dann hier in der Opposition hingehen und sagen, na, das Land steht mal jetzt als Ausfallbürger für die komplette verfehlte Bundespolitik hier allein in der Verantwortung, das nenne ich unredlich. Und das möchte ich hier auch zurückweisen, dass das so hier in der Argumentation nicht zu akzeptieren ist. Die Bundesregierung, das ist Fakt, ist zu keiner strukturellen Unterstützung der Kommunen bereit. Und die Bundesregierung ist auch nicht bereit zu einer besseren Gesundheitsversorgung für die Menschen in den Kommunen. Denn warum ist denn dieser Härtefallfonds überhaupt nötig geworden? Erstens, weil dieses unsägliche Asylbewerberleistungsgesetz, das Sie aufrechterhalten wollen, mit Ihrem Beharrungsvermögen immer noch Flüchtlingen eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung versagt. Das ist das Asylbewerberleistungsgesetz, und deswegen haben Sie da die Verantwortung, dass bei den Menschen diese Gesundheitsversorgung nicht ankommt. Und deswegen werden von den Sozialämtern doch Anträge abgelehnt, beispielsweise für Kriegsopfer auf eine Prothese, weil das im Asylbewerberleistungsgesetz nicht vorgesehen ist. Das strukturell zu verändern und diese Menschen in die normale Gesundheitsversorgung zu bringen und ihnen eine Gesundheitskarte zu geben für eine menschenwürdige Versorgung, das haben Sie hier verhindert. Und deswegen machen wir hier den Härtefallfonds, dass in vor Ort eine Behandlung nicht mehr am Geld scheitern soll. Und deswegen ist dies notwendig geworden. Aber was die Menschen wirklich brauchen, ist eine GKV-Versicherung. Normal wie jeder andere Sozialhilfeempfänger auch. Und ich finde es schäbig, dass Sie hier sagen, das Land muss mehr tun, wenn Sie auf Bundesebene verhindern, dass das bei den Menschen auch ankommt. Vor diesem Hintergrund, dass sich das Land hier der Verantwortung stellt und 2015 insgesamt 145 Millionen Euro über den Haushaltsentwurf der Landesregierung, der ja schon Steigerungen vorgesehen hat, 145 Millionen Euro für Flüchtlinge zur Verfügung stellt, das strukturell verankert und der Großteil davon an die Kommunen geht für eine bessere Versorgung der Menschen, die zu uns flüchten. Herr Paul, dann finde ich Ihre Kritik, er ist gerade nicht mehr da, bei einer Haushaltsrede hat er hier maßlos Ihre Kritik an diesem Ergebnis. Alle Oppositionsfraktionen, Herr Herrmann, auch Ihr Herr Paul, hat am Tisch gesessen beim Flüchtlingsgipfel. Herr Paul hat 3 Stunden lang sich mit null Forderungen dort in der Debatte eingebracht. Und nachher zu sagen, ich akzeptiere diese Vereinbarung und auch nicht dagegen geredet im Übrigen und keine eigenen Vorschläge auf den Tisch gelegt. Und danach zu sagen, er schämt sich, er hat in dem Gespräch nichts gesagt, ich war doch dabei. Und nachher zu sagen, jetzt gibt es 145 Millionen und dafür schäme ich mich für dieses Land. Ihre Politik kann man da wirklich nicht mehr ernst lesen. Und diese maßlose Kritik weise ich hier zurück. Zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, da gibt es einen Widerspruch und es fehlt etwas in Ihrem Antrag, Herr Cooper. Der Widerspruch ist, dass Sie die Forderung erheben, den Bayern-Antrag im Bundesrat beizutreten und in einem anderen Punkt fordern, das Kindeswohl sollte im Vordergrund stehen. Das widerspricht sich leider. Dem Antrag Bayern beizutreten, in dem es nur um eine quotale Verteilung geht und in dem das Wort Kindeswohl überhaupt nicht vorkommt und gleichzeitig zu sagen, für uns hat aber das Kindeswohl Vorrang, beides passt nicht zusammen. Und was fehlt, auch in der Kürze der Zeit, was fehlt,
In der Umsetzung der Kinderrechtskonvention fehlt etwas, nämlich dass Kinder nach der Kinderrechtskonvention bis 18 Jahre das Wohl des Kindes im Vordergrund steht. Und nach wie vor fehlt im Asylverfahrensgesetz die Heraufsetzung der Asylverfahrensfähigkeit von 16 auf 18 Jahre. Nämlich im SGB VIII, im Kinder-Jugendhilfegesetz, heißt es, alle Kinder eben bis 18 haben Anspruch auf Jugendhilfe. Und das fehlt in Ihrem Antrag, diese Forderung der Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland umzusetzen. Letzte Anmerkung zum Abschiebestopp im Winter. Problematisch, liebe Kollegen, Kolleginnen von den Piraten, finden wir diese Abschiebung in diese Länder nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr. Und deswegen müssen wir alle landesrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Da spreche ich den Innenminister an, denn der kann da über die Erlasswege einiges machen. Alle landesrechtlichen Möglichkeiten, das ganze Jahr auszuschöpfen, um problematische Abschiebungen, insbesondere auch in die Balkanstaaten hier, weil wir da sehr viele Abschiebungen haben, zu verhindern. Das möchte ich bitte das ganze Jahr haben. Wir können uns als Fraktion da immer mehr vorstellen. Das ist richtig, in einer Koalition ist das manchmal so. Aber mein Ziel ist es, hier Landesrecht auszuschöpfen, um das ganze Jahr inhumane Abschiebungen zu verhindern und nicht nur im Winter. Dankeschön. Nee, Frau Kollegin, bitte einen Moment hier bleiben. Es liegt eine Kurzintervention des Kollegen Herrmann vor, der auf dem Platz von Herrn Kollegen Lammler sitzt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Frau Kollegin Düker, natürlich Dr. Paul war beim Flüchtlingsgipfel und er hat auch wir tragen das, was da besprochen wurde, mit, was da vor Ort besprochen wurde, wo wir Kritikpunkte angebracht haben, im folgenden Prozess ist, wie Sie das dann hier in Anträge bzw. in Haushaltsanträge und ins Gesetz gegossen haben. Und das haben wir zum Beispiel, was die soziale Beratung angeht, dass Sie da im Nachhinein noch andere Posten rein draufgepfropft haben zum Beispiel. Und diverse andere Punkte, die Umsetzung, die kritisieren wir. Dazu haben wir Änderungsanträge gestellt, die Sie wiederum alle abgelehnt haben, auch relativ kommentarlos. Und insofern, wie gesagt, wir tragen die grundsätzlichen Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels auf jeden Fall mit. Und es war dringend notwendig, dass etwas passiert. Das haben wir immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das möchte ich an der Stelle nur festgehalten haben. Ja, also dazu gibt es nur zu sagen, Herr Herrmann, dass wir nicht nur die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels finanziell eins zu eins in den Haushaltsanträgen umgesetzt haben, sondern wir sind darüber hinausgegangen. Das, was beim Flüchtlingsgipfel vereinbart wurde, war in Geld etwas roundabout über 40 Millionen, 43, 45 Millionen. Wir haben letztendlich hier im Haushaltsgesetz jetzt 91 Millionen Euro nur als Auswirkung von den Vereinbarungen des Flüchtlingsgipfels zur Verfügung gestellt, plus die 54 Millionen, die wir direkt vom Bund an die Kommunen weiterleiten. Macht zusammen 145 Millionen Euro. 154 Millionen Euro. 145, Entschuldigung. 145 Millionen Euro. Und meine Kritik richtete sich an Herrn Paul, dass er sich hier hinstellt und angesichts dieser nicht nur 1:1 Umsetzung des Flüchtlingsgipfels, sondern sie fast noch zu verdoppeln, plus Weiterleitung der Bundesmittel, sich hier hinstellt und sagt, er schämt sich hier für diese Politik. Das finde ich einfach unredlich und maßlos und wird dieser Politik nicht gerecht. Und man kann sie dann auch nicht mehr ernst nehmen in ihrer Kritik. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker, für die